Liebe Medienvertreter, liebe Gäste in den VIP-Räumen, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem 27. Spieltag, an dem der SSV Jahn vor 8.742 Zuschauern mit 3:2 gegen Dynamo Dresden verloren hat. Ich begrüße auch die beiden Cheftrainer bei mir, Peter Nemeth und unseren Coach Christian Brandt, und bitte den Gästetrainer um sein Statement zum Spiel. Guten Tag. Ich freue mich natürlich, dass wir nach 4 Niederlagen in Folge endlich gewonnen haben, und ich freue mich, dass wir auch in diesem Spiel 3 Tore geschossen haben. Natürlich kann ich zufrieden sein teilweise mit zweiter Halbzeit, wo wir mehrere Tormöglichkeiten hatten, aber leider dieses Spiel, wir konnten schon früher entschieden, und wir müssen ein paar unserer Möglichkeiten nutzen und dieses Spiel bis zu Ende bringen. Ich freue mich, dass auch erste Halbzeit und teilweise auch in zweiter Halbzeit haben wir sehr viele Aktionen gesehen haben gesehen, was wir auch im Training trainieren. Die Jungs können das umsetzen, aber auch für nächstes Spiel, wir müssen dieses Tempo und unseres Spielstil auch 90 Minuten halten. Danke. Vielen Dank, Peter Nemeth. Christian, ich darf dich um dein Fazit zu dem heutigen Spiel bitten. Ja, erstmal Glückwunsch an Dynamo Dresden. Wir hatten in 3 Situationen haben wir geschlafen, haben wir große individuelle Fehler gemacht. Ich glaube, sonst in der ersten Halbzeit haben wir einige Chancen schon gehabt. Es war ordentlich, auch von der Spielanlage, so wie die Mannschaft sich präsentiert hat. In der zweiten Halbzeit war es dann einfach ein Spiel auf ein Tor. Und es ist klar, dass Dynamo Dresden dann auch zu Kontern kommt. Die Mannschaft hatte super Moral, ungleich wie das Ergebnis ist. Sie hat einen tollen Charakter gezeigt, sie hat richtig gut Fußball gespielt in der zweiten Halbzeit. Sie hat mit Konzept, mit Ideen, mit Plan gespielt. Sie hat 2 richtig gute Treffer erzielt. Und Dynamo Dresden eigentlich immer an den Rand des Unentschiedens gedrängt. Es ist schade, haben wir uns nicht belohnt, aber es ist auch, man muss realistisch sein, wenn man in der ersten Halbzeit 3 so große Fehler macht, dann ist es natürlich schwierig. Danke, Christian. Dann übergebe ich die Fragestellung an die Journalisten. Bitte um kurzes Handzeichen, dass wir das Mikro reichen können, und machen den Anfang bei Heinz Reichenwalder von der Mittelbayerischen Zeitung. Christian, ich gehe davon aus, du hast die Mannschaft jetzt ein bisschen moralisch aufbauen müssen, auch nach dem Spiel, nach der Aufholjagd, die leider Gottes vorher beendet gehabt hat. Ja, also ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch, und ich habe Ihnen auch gesagt, dass der Weg, den wir seit Januar gemeinsam gehen, dass der noch nicht zu Ende ist und dass auch überhaupt nichts entschieden ist. Die Jungs haben wirklich eine super Moral gezeigt, und das zeigen sie auch in jedem Training und auch in dem Großteil der Spiele. Und es ist so, man darf es natürlich, wenn man in so einer Situation ist, darf man nicht die Nerven verlieren. Und ich glaube, so wie die zweite Halbzeit gelaufen ist, wie die Mannschaft sich da präsentiert hat nach einem 0:3, wo man natürlich verunsichert ist, auch Mitte der ersten Halbzeit so zurückzukommen, das spricht einfach für das Team. Und wir brauchen sowieso, im Tennis würde man sagen, wir brauchen Break auswärts. Und wir müssen einfach uns belohnen für die Arbeit, die wir machen. Und dann bin ich da nach wie vor sehr, sehr positiv eingestellt. Und das habe ich den Jungs auch gesagt, wir werden den Weg weitergehen, ganz egal, was da passiert. Und das ist eine super Truppe, die hat eine super Moral. Und da habe ich überhaupt keine Zweifel, dass es weitergeht. Wenn du die 3 Tore, die ihr da in der ersten Halbzeit kassiert habt, beschreibst, ganz sagen auf bei der Elfmeter, ohne Null, ne? Ohne jegliche. Ja. Kann man das so sagen? Ja. Auch das 0:1 war eine Vorlage von euch, Kopfballvorlage über Renzi. Ja. Warum? Weil Fußball so ist, dass Menschen Fehler machen. Und dass manchmal der Gegner halt da steht, wo der Ball dann hinkommt, nach einem Fehler. Und der Justin Eilers, der stand 3-mal richtig, und der hat natürlich die Qualität, die Dinge reinzumachen. Völlig unverständlich, die beiden Tore, aus eurer Sicht. Sag ich mal. Also ja. Unverständlich nur in dem Sinne, dass man sich fragt, warum sowas passiert. Aber wenn man es dann wahrscheinlich mal mit so ein bisschen Abstand sieht, dann sind die Dinge ja alle erklärbar im Fußball. Das sind ja immer, Fakten, die kann man nicht aus dem Weg räumen, und so ein Video, das löst natürlich alles auf. Im Spiel selber sieht man das nicht so gut, aber ja, ich glaube, die Spieler wissen selber, was da in den Situationen passiert ist, und das ist Fußball. So ist das. Das macht ja niemand absichtlich. Hoffentlich. Die Abwehr ist ziemlich hoch gestanden, die Abwehr, also war
ausgegeben wahrscheinlich Attacke, oder? Pressen, Gegner nicht so zum Spiel kommen lassen? Nein, also das war nicht die Parole. Wir haben aus einer sehr vernünftigen Ordnung eigentlich heraus agiert. Das Problem war halt, bei dem ersten Tor, da stehen wir nicht hoch, sondern sehr, sehr tief. Und bei dem zweiten Tor haben wir den Zweikampf im Mittelfeld fast gewonnen. Und das muss ich mir auch in Ruhe angucken. Da geht der Ball halt einfach in die Tiefe und dann ist der Justin Eilers durch. Das dritte ist ein Elfmeter und da standen wir doch extrem tief. Ja, das war okay. Öztürk ist dann noch nicht reif für die Startformation? Ja, das ist so kurz nach dem Spiel, möchte ich gar nicht groß über einzelne Spieler reden. Also wir haben den Aykut langsam aufgebaut und der war krank, der hatte Grippe, der hatte muskuläre Probleme. Jetzt haben wir ihn heute mal spielen lassen. Wir haben uns einfach für den Tommy Kurz entschieden und der hat das vorne auch recht ordentlich gemacht. Dafür, dass er auf dieser Position schon lange nicht mehr gespielt hat. Danke, danke. Gerne. Vielen Dank, Heinz Reichenwalner. Gibt es weitere Fragen? Ja, ein Kollege aus Dresden nehme ich an. Eine Frage an den Trainer aus Dresden stellen. Peter, du hast die Mannschaft personell, aber auch taktisch sehr umgestellt. Kannst du uns bitte mal ein paar Überlegungen, deine Überlegungen sagen, was dahinter steckte? Was dahinter steckte, weil wir sind nach Regensburg gekommen, wir wussten, dass auf uns wartet ein sehr, sehr guter Gegner, dass wir sehr, sehr schwere Spiele und wir haben das umgestellt, weil wir hier Punkte holen wollen oder wollten. Ja? Wir sind hier gekommen mit Ziel, mit 3 Punkten nach Hause fahren. Deswegen haben wir das umgestellt und mit 3 Punkten sind wir zufrieden. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ich hake noch mal nach, die Umstellung wann. Zumindest Hefele draußen war schon überraschend. Vielleicht können Sie da noch mal genauer erklären, warum Hefele draußen gesessen hat oder sagen Sie, ich habe einen Schuld für Dortmund. Ich habe von dem Spiel gesagt, mich interessiert nicht Dortmund. Jetzt nach dem Spiel muss ich ein bisschen runterkommen und dann denken wir an Dortmund. Das war keine Überlegung, Hefele auf Dortmund schonen. Wir wollten dieses Spiel gewinnen. Das haben wir gesagt, wir wollen mit 3 Punkten nach Hause fahren. Deswegen haben wir auch diese Umstellung gemacht. Das würde dann aber im Umkehrschluss bedeuten, wenn Hefele gespielt hätte, wenn... Nein, das überhaupt nicht. Wir müssen nicht reden, wenn... wir werden vor jedem Spiel, ich werde mich entscheiden für eine Ausstellung und ich werde die Jungs auf den Platz schicken und wir gehen auf den Platz mit Ziel gewinnen. Das bedeutet, wir sind im Kader, haben 24 Spiele und 11 können spielen, aber wir sind ein Team, wir gewinnen als Team, nicht als Einzelspieler. Ist die Frage beantwortet? Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch die anderen Ergebnisse für Sie. Halle verliert gegen Hansa Rostock mit 1:2. Bielefeld schlägt Unterhaching mit 4:0. Mainz 2 verliert gegen Stuttgart 2 mit 2:0. Fortuna Köln verliert 0:2 gegen Stuttgarter Kickers. Wien Wiesbaden und Preußen Münster trennen sich 2:2 unentschieden. Osnabrück und Duisburg spielen 1:1. Groß Asbach und Energie Cottbus 2:2. Und Chemnitz schlägt Borussia Dortmund 2 mit 3:1. Unser nächstes Spiel ist nächste Woche auswärts bei Preußen Münster und in 2 Wochen sehen wir uns hier wieder gegen Rot-Weiß Erfurt. Ich bedanke mich für das Interesse, wünsche ein schönes Wochenende und den Gästen eine gute Heimreise. Danke.